Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich wirklich, wirklich abgefuckt scheiß Nachrichten für euch. Und zwar, letzte Woche kam kein Video, denn ich wollte eigentlich ein X-Defined-Video natürlich machen, wie das Game ist. Aber ich habe leider verpeilt, diese scheiß Public-Beta zu spielen, weil ich dachte, die läuft zwei Tage, am Freitag und Samstag, 21 bis 6. Aber die haben gemeint, Donnerstag 21 Uhr bis Freitag 6 Uhr morgens. Nicht an den beiden Tagen erschienen. Das heißt, neues Gameplay gibt es leider auch nicht von mir. Also dachte ich letzte Woche, komm, dann mache ich wieder ein Update-Video, weil X-Defined kommt bald raus. Habe ich gedacht, Digga, ich habe jetzt so viele Update-Videos gemacht. Wann kommt X-Defined? Und immer sah es so safe aus, dass dieser Leak, was ich gesagt habe, dass es wirklich safe rauskommt. Und jedes Mal hieß es, nein, nein, wir können nicht releasen, irgendwas ist los. Und letzte Woche wollte ich das Datum 17. Oktober bringen. Wurde auch jetzt wieder verschoben. 17. Oktober, könnt ihr euch vergessen. Dann wurde der 28. Oktober gedroppt. Könnt ihr jetzt auch vergessen. Und ich erkläre euch jetzt, Mark Rubin hat ein Statement hochgeladen. Und ich würde euch auf jeden Fall raten, dran zu bleiben, weil es kann sein, dass wir dieses Jahr X-Defined nicht mehr bekommen. Ich lese einfach den Tweet von Mark Rubin vor, übersetze ihn euch und sage ein paar Side-Infos dazu. Wir fangen an. Hallo zusammen. Wir haben jetzt diesen kleinen Public-Test gemacht, beziehungsweise die haben diese Server-Struktur getestet. Und wir wollen erstmal jedem danken, der da mitgemacht hat. Dann kommt es mit den Servern, dass sie das verwenden müssen. Dies, das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Die schauen nach vorne, neue Funktionen, Waffen, Modis reinzubringen. Und die wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass jeder Spieler die geilsten Spielerfahrung, die geilste Spielerfahrung hat. Dann danke an jeden, der dieses Feedback zurückgeschickt hat oder über Social Media Plattformen Feedback zurückgibt. Die konnten durch das Feedback sehr viel improven, also verbessern. Viele Leute haben Verbesserungen gesehen von den letzten Games, aber halt nicht jeder. Also die verbringen sehr viel Zeit, beziehungsweise die letzten Wochen durch die Daten zu gehen, und die haben dann Dinge gefunden, was die zum Entschluss bringt, dass die mehr Zeit brauchen. Ja, offiziell X-Defined ist wirklich noch nicht ready. Die brauchen noch mehr Zeit. Dann will er nochmal sagen, dass das Feedback sehr wichtig ist, um das Spiel wirklich gut zu machen. Die hören wirklich aufs Feedback, egal wer du bist. Also ob du YouTuber bist, ob du Streamer bist, ob du eine bekannte Person bist oder einfach ein ganz normaler Typ, der das Game zockt. Die hören auf jeden und versuchen für jeden das beste Spielfeeling zu geben. Gut, das sind jetzt alles eigentlich nur unnötige Infos, die schon die letzten Jahre waren. Ihr könnt euch das ja durchlesen, wenn ihr wollt, aber er geht halt nicht wirklich drauf ein, was los ist. Er erzählt nur, warum das Feedback jetzt so wichtig ist. Und jetzt unten kommt das wirklich Wichtige. Ich weiß, das ist scheiße, schreibt er. Und dass die jetzt wirklich jedes Mal so oft das Game-Datum, Release-Datum verändern. Und für viele das Spiel schon gut ist und sie es spielen wollen. Aber er will lieber ein Game droppen, was besser ist für jeden als für ein paar Leute. Und nur damit es früher draußen ist. Das stimmt, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn X-Defined rauskommt, dass es ein Hammer-Game ist. Weil das bringt uns nichts, wenn es droppt und einfach scheiße ist. Oder halt einfach nicht so gut ist. Deren Ziel ist, dass die ein Spiel entwickeln, wozu die Spieler über mehrere Jahre zurückkommen können. Und einfach, dass sie sich ein gutes Game aufbauen können mit der Community. Er sagt, schaut nach vorne bis zu den neuen Updates und Infos zu dem Release-Datum. Danke an alle. Und jetzt kommt wirklich die Sache. Ich mache jetzt einfach die Cam groß. Das ist kein Gameplay, egal. Ich rede jetzt direkt zu euch, was ich jetzt wirklich nach all der Zeit, wo ich wirklich jeden Release-Datum versucht habe rauszufinden, was ich jetzt in dem Moment wirklich denke, was X-Defined rauskommt. Meine persönliche Meinung jetzt, was kommen wird. Ich habe die Befürchtung, dass X-Defined dieses Jahr nicht mehr droppt. Ihr denkt vielleicht, warum? Und zwar, der 28. Oktober war wirklich das letzte Datum, um noch zu releasen. Weil jetzt kommt MW3. Und auch wenn wir alle wissen, dass COD scheiße ist, trotzdem ist es der Marktführer. Activision ist der Marktführer, was FPS-Games angeht. Und ich denke nicht, dass X-Defiant sich das leisten kann, nach MW3 zu releasen oder kurz vorher. Die meiste Playerbase wird natürlich wieder zu COD gehen für die ersten paar Monate. Aber natürlich ist scheiße, wird langzeit nicht funktionieren. Aber trotzdem, jetzt X-Defined zu releasen, wäre ein richtig, richtig schlechtes Datum. Und das tut mir leid, aber auch
die Monate danach wären scheiße, weil Activision gibt sehr viel Geld aus für Warzone. Warzone wird dann Konkurrenz sein im November, Dezember Richtung. Und dann gibt es auch noch diese ganzen Championships von Activision rausgepublished. Das heißt, da wird wieder nochmal sehr viel Geld investiert, um Activision COD größer zu machen. Das heißt, es wird richtig, richtig hart, X-Defiant dieses Jahr noch zu releasen. Natürlich könnte es passieren, aber ich denke, ohne Scheiß, dass wir mindestens jetzt noch 4 Monate warten müssen, bis X-Defiant rauskommt. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid und tut mir auch sehr, sehr weh. Aber kann man nichts dran ändern. Ich habe mir jetzt auch eine Kamera geholt, auch einfach mit allem drum und dran, mit Flipscreen, mit alles. Hab da wirklich richtig viel Geld investiert und werde jetzt auf jeden Fall auch teilweise mehr Real-Life-Content machen, weil ich, solange X-Defiant nicht draußen ist, nicht mehr wirklich so viel Motivation habe, Gaming-Content zu bringen. Ich sehe da gerade keinen Sinn drin. Mein ganzes YouTube-Konzept war gerade drauf aufgebaut, dass jetzt bald X-Defiant kommt. Aber es kommt halt nicht. Deswegen, ich hoffe, ihr freut euch, dass in Zukunft ein bisschen mehr Real-Life kommt. Natürlich, Gaming bleibt auch noch, aber ein bisschen mehr Real-Life kommt auch dazu. Dann würde ich sagen, ich weiß, es tut uns allen weh. Kopf hoch. Irgendwann mal kommt das Game wirklich geil raus, dass wir was Geiles haben zum Zocken. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, kommentiert für den Algorithmus. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.